die 2000er? Sehr geehrte Gäste, von Hamburg kommend, ein Container der mittleren Größe, die Polar Ecuador. Die Polar Ecuador ist jetzt auf dem Wege von Hamburg nach Tilbury in England an der Themse. Die ist 230 Meter lang, 38 Meter breit, 11 Meter der Tiefgang. Die wurde 2017 in China gebaut, läuft unter der Flagge von Singapur, hat eine Maschinenleistung von 19.620 PS und eine Reisegeschwindigkeit von knapp 20 Knoten. Sie kann 3.868 Standardcontainer aufnehmen und sie ist auf dem Wege nach Westküste Südamerika. Das heißt, sie wird von Tilbury dann rübergehen über den Atlantik, durch den Panama-Kanal gehen und bis nach Callao, Peru gehen und dann drehen wieder Richtung Norden. Eine Rundreise mit diesem Schiff dauert ungefähr 2 Monate. Das heißt, in gut 2 Monaten werden Sie die Polar Ecuador hier wieder auf der Elbe sehen. Das Schiff hat sehr viele Kühlcontainer an Bord, das erkennen Sie an der weißen Farbe. Auf dem Achterschiff hinter der Kommandobrücke sehen Sie eine ganze große Anzahl davon. Diese Container werden an Bord gewartet, sind alle mit Kühlaggregaten ausgestattet und sind für die Besatzung eine ziemliche Belastung und Mehrarbeit.